Erstmal ganz offiziell herzlich willkommen für alle, die jetzt zuschauen oder sich dieses Video später noch anschauen werden. Wir hatten einige technische Probleme in der letzten Zeit und auch irgendwie wenig Zeit und konnten deswegen diese Chats hier nicht mehr weiterführen, wie wir das wollten. Aber nun sind wir wieder online und versuchen jetzt hier wieder eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und bevor ich irgendwie weitermache, möchte ich den Mann vorstellen, mit dem ich heute rede, aber auch sonst viel zusammenarbeite, nämlich Roe, 50% der Mantika. Hallo, alle da draußen vor den internetaffinen Geräten. Ich möchte es nicht sagen vor den Internet-Volksempfängern. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn meine charmante Gattin Kirsten und ab und an was sagen, euch durch die mantische Sendung führt. Ja. Kirsten, worum geht's denn eigentlich heute? Ja, heute wollen wir uns unterhalten über schwierige Kunden oder Klienten oder wie immer ihr sie da draußen nennen wollt, und uns die Frage stellen, gibt es sowas überhaupt? Und wenn es sowas gibt, was kann man denn tun, um ja, damit klarzukommen? Und wir haben uns natürlich schon im Vorfeld ein wenig Gedanken gemacht darüber. Gibt es aus deiner Sicht schwierige Menschen? Findest du irgendwelche Verhaltensweisen schwierig? Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das, was mich am. Ich würde auch nicht sagen, Klientinnen und Klienten gibt, sondern ich würde sagen, es gibt Herausfordernde. Und ich glaube, das, was mich am meisten herausfordert, ist, wenn ein Gegenüber so absolut keine Körpersprache hat und so absolut da sitzt wie eine Sphinx und einem nur ansieht und die Augen immer gleich sind. Die Mimik immer gleich sind und ja, das sind Dinge, da werde ich ein bisschen, ich möchte nicht sagen nervös, aber das ist so was, was mich herausfordert. Ja, meinst du, das geschieht dann bewusst oder ist das eher was Unbewusstes bei den Leuten? Ich kann mir vorstellen, das ist unbewusst. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass sie so im Bann sind, wenn ich da meine weisen Worte meine Klientinnen und Klienten setze. Aber das raus, weil er weiß nicht, gefällt es Ihnen und applaudieren Sie bald Standings, Stand-up und klatschen oder verlassen Sie schreiend den Raum. Das ist dann für mich so, ich kann es dann nicht greifen und das ist so für mich eine Herausforderung. Ja, kenne ich auch, dass kein Feedback bekommen. Meiner Erfahrung nach ist es oft bei Leuten, die unsicher sind, worauf sie sich da einlassen und erstmal so ein Pokerface aufsetzen. Also es ist bei mir, glaube ich, meistens so. Ja, wie gehst du denn damit um? Also ich versuche dann einfach zu reden. Ganz ehrlich, ich habe da kein Rezept, wo ich sage, genau das tue ich. Ich versuche dann ich zu bleiben und weiter zu die Beratung zu halten. Ja, das versuche ich natürlich auch, aber ich denke dann, ich versuche dann auch irgendwie so zu reden, muss ich gestehen, dass ich irgendwie ein Feedback bekomme. Wenn das so gar nichts passiert, bei den Leuten, dann sage ich also, stimmt das jetzt, was ich sage? Oder wenn irgendwas hier nicht stimmt, dann gib mir doch einfach ein Feedback, ne? Ich kann mich ja auch irren. Und meiner Erfahrung nach, ja, kommen dann die Leute ein bisschen aus sich raus. Sehr oft ist es auch so, wenn man ihnen dann so ein paar Dinge gesagt hat, die bei ihnen in Resonanz gehen. Das kann was ganz Unterschiedliches sein, wo ich dann auch vielleicht gar nicht mit rechnen würde, wo sie sich abgeholt fühlen, dass es dann läuft und dann ist das auch kein Problem. Aber ich finde das auch immer sehr schwierig, so gar nichts zu bekommen von den Leuten. Definitiv auch etwas, was ich persönlich schwierig finde. Ja, ich denke, das geht in die gleiche Richtung. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn sich Leute so vor mich setzen, so mit verschränkten Armen und sagen so, mach mal.
mir keine Informationen geben wollen und irgendwie erwarten, dass ich jetzt die Glaskugel auspacke und loslege. Und das ist halt, was ich nicht tue. Also ich berate am liebsten mit Vorinformationen. Ich habe zwar eine Legung, die habe ich, glaube ich, auch auf unseren YouTube-Kanal gestellt, mit der ich so Vorabinformationen bekommen kann. Aber es ist einfach so, wenn man nicht Informationen vorher hat, kann man der Person nicht so effizient helfen, wie wenn man die Informationen hat. Wobei fällt mir gerade ein, dass es, ich sollte sagen, ich, weil du machst es ja ein bisschen anders, ne, mit den Vorabinformationen. Also für mich, mir genügt das Thema, weil ich nicht erwarte, dass mein Gegenüber gleich die vorformulierte Frage aus der Pistole kriegt. Und da genügt mir das Thema. Und besonders bei Klientinnen und Klienten, die das erste Mal vor mir sitzen oder die ich berate, da umso mehr. Und das sage ich auch ganz klar. Ich erwarte nicht von ihnen, dass sie mir das ganze Leben erzählen. Und das möchte ich auch gar nicht, weil in dem Moment bin ich dann in einer Form informiert und ich bin auch da dann in eine Meinungsinsel gedrängt, auf die ich nicht möchte. Und darum ist es mir da ganz lieb, wenn ich eine neue Kundin, einen neuen Kunden habe, dass ich nur das Thema habe. Das reicht mir. Ja, allein das Thema finde ich auch schon hilfreich, ne? Ganz klar. Ich glaube nur, dass viele Leute immer so annehmen, man müsste jetzt irgendwie geheime Informationen preisgeben oder wahrsagen oder sonst etwas. Und das tun wir ja eigentlich nicht, ne? Also nicht eigentlich, wir tun es nicht. Und das ist auch etwas, was ich schwierig finde bei Leuten. Wenn jemand neu zu mir kommt, dann erkläre ich ja immer sehr explizit, was ich tue und was ich nicht tue. Ne? Ich sage eben halt jedes Mal, ich werde jetzt nicht erzählen, dass du morgen im Supermarkt den Mann deines Lebens kennenlernst, sondern mir ist es wichtig, dass du Handwerkszeug an. Bitte? Wie, das machst du Nein, das nicht? mache ich nicht. Mir ist es wichtig, dass du Handwerkszeug an die Hand bekommst, um zu schauen, wie du den Mann deines Lebens findest. Das ist so mein Standardsatz. Und dann nicken die ganz begeistert und sagen, yeah. Und dann frage ich, na, was möchtest du denn wissen? Ja, wann kommt denn die Liebe auf mich zu? Wann ruft er an? Wann ruft er an? Ganz genau. Und da denke ich dann so, ja, also ich bin dann wirklich genervt. Auf der anderen Seite denke ich, okay, da ist anscheinend etwas so festgesetzt in den Köpfen der Menschen, was Kartenleger tun, dass das einfach rausrutscht. Ne? Und Ja, das sind so reingetrichterte Dinge. Übrigens, meine Lieblingsfrage in dem Zusammenhang ist dieser Rundumblick, ne, dieser 360-Grad-Frage-Komplex. Und da bin ich hardcore. Also es gibt eigentlich nur eine Frage, wo ich eine Standardantwort habe. Das ist bei dieser Frage nach dem Rundumblick. Da sage ich, ja, machen wir gerne. Aber da brauche ich Ihre Mithilfe und dann sagt das Gegenüber, ja, was soll ich denn tun? Dann sage ich, bitte erheben Sie sich und drehen Sie sich um die eigene Achse. Und jetzt hatten Sie einen Rundumblick. Und das mache ich einfach nicht. Punkt. warum sträubst du dich da so gegen? Weil die Orakelkarten scheinen ja sowas anzubieten, ne? Nein, das ist eben falsch. Die Orakelkarten wollen genauso wie Tarotkarten eine möglichst klare Frage, damit sie noch klarer eine Antwort geben. Und wenn ich nur sage, ja, schau mal, wie es so um mich herum ist, ja, dann sagen die Karten auch, na, es ist halt so um dich herum. Und dann, was habe ich? Dann habe ich Zeit, eine Lebenszeit des Fragenden verbaut. Und das möchte ich nicht. Wenn der kommt, wenn der ein Thema hat, dann sollen wir über das Thema reden, dann sollen wir das Thema ganz klar erörtern, dann soll der Handlungsanweisungen bekommen, die er tut oder lässt, aber nicht so Quatschfragen stellen wie mach mal einen Rundumblick, weil das heißt für mich, der wusste nichts Besseres zu tun und kam gerade zu den Mantikern, was ja eigentlich betriebswirtschaftlich schön ist, aber ihm nichts bringt. Genau. Also immer wenn ich nach Ja, ich bin. Informationen frage und die Leute dann skeptisch gucken, dann erkläre ich halt aber auch immer, dass das sinnvoll ist, mir diese Infos zu geben. Sehr oft machen wir auch Kurzberatungen. Also man kommt einfach viel schneller zum Ziel, wenn man weiß,
dass es um eine bestimmte Person geht. Ja, natürlich sehe ich Personen dann in den Karten, aber wenn es um wirklich jemanden Bestimmten geht und wenn man nicht weiß, was die Person sich wünscht, ja, dann kann ich schlecht arbeiten, weil ich eben immer darauf hinarbeite, dass die Person ein Handwerkszeug bekommt, eben ihren Wunsch, sich selbst zu erfüllen. Ja, geht mir auch so. Ja, und für mich ist dann immer so, wenn man schon den Kunden vor sich hat und der sagt, ja, also nee, das Thema ist überhaupt nicht, da geht's alles, da ist alles wunderbar und schön. Und im nächsten Moment merkst du, aha. Es ist überhaupt nicht so schön, sondern genau dieses Thema belastet ihn eigentlich. Aber getraut sich da eigentlich nicht rauszubringen. Das ist das, was mir bei Karl Röhrig so gut gefallen hat mit dem Bild hinter dem Bild. Eigentlich geht es ihm gar nicht um berufliche Themen, sondern es geht ihm eigentlich um Beziehung. Ja, sehr oft hat man auch diese Testfragen, ne, wo erstmal gefragt wird nach irgendetwas, was die Person als unverfänglich empfindet und dann aber, wenn die Zeit eigentlich schon um ist, dann kommt das Wirkliche auf den Tisch. Und auch da ist es so schade, dass die Leute ihre Zeit verschwenden, weil ich halt dann auf das andere Thema sehr viel stärker eingehe und letztendlich wollten sie aber was ganz anderes wissen. Also das ist, finde ich, auch immer, das ist jetzt nicht ein schwieriger Kunde, aber das ist einfach schade, dass die Leute sich das nicht trauen, von Anfang an da ehrlicher zu sein. Kann ich auf der anderen Seite auch verstehen, denn schließlich kennen sie einen ja nicht und wissen nicht, was man mit ihnen macht. Aber es ist halt nicht effizient. Ja, ich verstehe dich auf die eine Seite. Auf die andere Seite ist es ja bei uns offensichtlich, dass wir mit Ehrenkodex arbeiten, dass wir Verschwiegenheit uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und von da gesehen ist es für mich dann eigentlich gar nicht mal so schlimm, wenn man dann kurz bevor die Zeit abgelaufen ist, dann noch hört, eine kleine Frage habe ich noch. Genau, das ist die berühmte kleine Frage am Ende eines Telefonates oder eines Gesprächs, wo ich dann immer denke, oh Gott, jetzt gieße ich mir noch einen Kaffee ein, weil ich weiß, diese kleine Frage, die ist eigentlich das, was am wichtigsten Am für die Anfang Person der Tür ist verschwunden. und was wirklich dann auch Wasserfälle produziert an Themen. Ziemlich kompliziert. Genau, das haben wir uns ja Das auch. hat ein kleines Geschwisterkind, ne? Diese Frage. Ja. Nur mehr ganz kurz. Nur mehr ganz kurz. Was du auch gesagt hast, was dich stört, ist, wenn Menschen einfach nur so die Karten legen wollen, ne? Hattest du gesagt, dass du das nicht so gut findest? Was ist da dein Grund? Ja, ich fand es, wie ich jetzt vor 25 Jahren bei BANZAF Kurse genommen habe, fand ich es irgendwie so, naja, man hat 78 Freunde, hat er immer propagiert. Ne? Und diese 78 Freunde geben dir immer Antworten. Und da dachte ich mir, schön, 78 Freunde zu haben. Mir genügt einer, der ehrlich ist. Heute verstehe ich ihn ein bisschen besser und darum finde ich es dann schade, wenn man dann hergeht und sagt, nur so. Denn einfach, ich gehe auch nur so nicht zum Arzt, sondern ich habe ja eine Intention dahinter. Ich gehe auch nicht nur so einkaufen, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe, sondern es gibt ja für mich immer einen Grund. Und sonst finde ich es einfach schade, nur so etwas zu tun. Sondern Ja. ich möchte eigentlich was tun, was mir Spaß macht oder was mich weiterbringt oder was mich erfüllt und nicht einfach nur so wohin gehen und dann auch, man muss ja auch ehrlich sein, und am Schluss legen die auch noch Geld am Tisch. Also von daher gesehen ist es eigentlich schon dann schade, dass man einfach nur so etwas tut. Ja, das finde ich auch. Das ist meistens ist es ja auch nicht nur so, weil da ja oft auch wieder wie eben schon was dahinter steckt, ne? Aber einfach nur so die Karten zu ziehen, halte ich persönlich auch für sehr gefährlich, weil da was gelegt werden kann, was man einfach gar nicht sehen möchte. Und dann arbeitet das in einem,
Man zieht ja nicht immer Karten, die einem gefallen. Und das ist etwas, was du mir auch noch gesagt hast, was dich stört, ist, wenn Menschen beim Kartenlegen nicht akzeptieren, was in den Karten zu sehen ist. Kannst du das noch etwas ausführen? Ja, Beispiel, Klientin kommt und hat Interesse, wie es denn in ihrer Beziehung weitergeht. Und man sagt, naja, also wir die Karten empfehlen, sei so gut und arbeite zuerst an dir, weil scheinbar war das in der Vergangenheit Thema, warum die Beziehungen nicht so geklappt haben, wie sie sollten. Nee, bei mir ist alles gut. Ist nicht nur glasklar, sondern es wird dir eigentlich schon auf die Netzhaut gebrannt, was Sache ist. Und es ist ersichtlich aufgrund der destruktiven Karten, wo man darauf hinweist und sagt, naja, aber okay, aber die Karten erzählen halt eine andere Geschichte. Nein, das stimmt so nicht. Und das sind auch so Dinge, wo man sagt, okay, für mich persönlich ist es ganz ehrlich egal. Aber die Karten erzählen eine andere Geschichte und die Karten haben keinen Grund, da irgendwas zu shaken und zu joken, sondern die erzählen einfach, wie es ist. Ja. Und das macht dann für mich das Ganze auch irgendwo traurig, weil man sagt, es ist auch wieder eine vertane Chance. Ja. Ja, nee, das kann ich auch sehr gut nachempfinden. Was ich persönlich schwierig finde, ist, wenn ich Karten lege mit meinen Interpretationen dann komme. Also die Leute kommen ja zu mir, um meine Interpretation zu hören und sie dann mit mir über die Bedeutung einer Karte streiten. Das finde ich sehr anstrengend, weil Nicht gut, ne? ja, es ist einfach jeder Kartenleger, jede Kartenlegerin hat bestimmte Keywords fürs Kartenlegen und wenn ich den Auftrag bekomme, für jemanden Karten zu legen, dann ist es mir wichtig, dass das, was ich dann sage, akzeptiert wird, weil sonst können die Leute gerne sich selbst die Karten legen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht, wie manche Leute, die Leute immer selbst, die Karten ziehen und dann interpretieren lasse. Ich weiß, du machst das auch manchmal. Also ziehen dürfen sie gerne selbst, aber ich möchte dann die Interpretationshoheit haben, weil es sonst ein Kuddelmuddel gibt. Und ich habe das früher immer so gemacht, inzwischen ist mir das eigentlich auch relativ egal, dass ich einfach immer Decks genommen habe zum Kartenlegen, die die Leute nicht kannten. Also ich bin nie mit Weight unterwegs gewesen zum Beispiel, sondern zum Beispiel mit dem Röhrig-Deck sehr viel, einfach weil da die Leute loslassen mussten mit ihren eigenen Interpretationen und auf das hören mussten, was ich gesagt habe. Und das mag jetzt eitel klingen, aber es ist einfach, jeder hat sein eigenes System und das dann zu sprengen durch, ich kenne das aber so und so, finde ich schwierig. Ja, gut, da bin ich auch da bin ich ein bisschen cooler geworden über die Tage und sage heute auch, ja gut, das ist jetzt deine Meinung, aber meine Karten, auch wenn es weit sind. Aber was mich in dem Zusammenhang noch eingefallen ist, was mich da, das bringt mich auf die Palme. Aha, danke schön für Ihre Interpretation. Aber zwei andere oder drei andere Kartenleger haben was anderes gesagt. Ja, also da erwischt man mich auf einen ganz falschen Fuß und da sage ich dann auch, ja gut, das freut mich. Ich war zwar nicht bei den anderen Beratungen dabei, aber finden Sie jetzt nicht, dass das ein bisschen too much ist, weil es ist ja gar nicht mal gesagt, dass die gleichen Karten angeschlagen haben. Zum einen das und zum anderen auch das Thema, dass jemand kommt und sagt, XY hat das und das gelegt und dann einfach auch entweder dasselbe nochmal hören möchte oder das komplette Gegenteil. Ne? Man ist selbst nie bei jemand anderem dabei. Oft sagen die ja auch, die war ganz schlecht oder so. Und dann denke ich mir, okay, was erzählst du denn über mich, wenn es jetzt woanders hingeht? Ich finde, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, wenn über andere Karten Leger dann geredet wird und da mache ich auch immer gleich dicht. Das sage ich, das hat, da habe ich nichts mit zu tun. Und
Bei dem Beispiel, was du gerade nanntest, da würde ich dann halt darauf aufmerksam machen, dass es nicht so gut ist, sich ständig die Karten zum selben Thema zu legen, sondern dass die Karten ja auch immer einen Arbeitsauftrag geben und erst wenn man den erfüllt hat und sich dann immer noch nichts im Leben verändert, dann sollte man vielleicht zum selben Thema wieder zu den Karten greifen. Das ist jedenfalls meine Haltung. Aber das ist halt sehr schwierig, ne? Wenn du in einer Situation drinnen hängst und dann das Gefühl hast, voilà, ich frage halt nochmal. Ja, mir ist das schon klar, dass das nicht ganz einfach ist, aber es ist ja, es ist nicht zielführend. Prinzipiell muss ich sagen, ich meine, wir legen jetzt wie lange jeder Karten? Über 20 Jahre, ne? Und ich glaube auch, was du eben schon sagtest, ich bin inzwischen sehr entspannt. Also ich glaube nicht, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, dass ich denke, dass es wirklich schwierige Kunden gibt. Es ist wie in jedem Beruf, mal hat man einen guten Draht, mal einen schlechten Draht. Und wir als Dienstleister müssen uns halt der Herausforderung stellen, die Leute da abzuholen, wo sie sind, aus welchen Gründen sie auch immer da sind. Und ich habe da inzwischen, glaube ich, auch wirklich eine gewisse Lässigkeit entwickelt. Wenn es überhaupt gar nicht geht, was wirklich sehr selten passiert, dann kann ich auch sagen, okay, dann gehen Sie doch jetzt einfach. Mir ist das jetzt, glaube ich, in den letzten 3 Jahren ist mir das einmal passiert. Dass Ja. jemand aufgestanden und gegangen ist. Nee, dass ich ihn quasi weggeschickt habe, weil er mir oder sie mir erzählte, also hat mich so rauflaufen lassen, ziemlich fies. Das gehört jetzt eigentlich, glaube ich, nicht hierher. Aber auf jeden Fall habe ich sie dann weggeschickt und gesagt, sie soll mir nicht zahlen und einfach gehen. Das mache ich dann auch immer, ne? Wenn ich irgendwie, wenn die Person da so einen Reklamierungswunsch hat, dann ja, da verlange ich dann nicht extra Geld oder so, sondern lass sie lieber ziehen und hoffe, dass ich sie nicht mehr sehe. Nö, nö, sehe ich nicht so. Der Handwerker, der bei dir was installiert und du nicht damit zufrieden bist, da kannst du auch meckern und sagen, ich möchte ganz gerne, dass er das besser macht. Ist ja nicht immer gesagt, dass das auch passiert, aber die Rechnung kriegst du trotzdem. Und wir machen auch ein Handwerk. Und da sehe ich es einfach nicht ein, dass man für die Dienstleistung dann einfach unbezahlt was akzeptieren soll. Also ich hatte ein paar Mal das Gefühl, es wäre vielleicht ganz gut, wenn es das Gegenüber gehen würde. Aber ich habe das bis jetzt noch immer durchgezogen. Ja, wir haben da ein bisschen eine andere Haltung und ist auch total in Ordnung. Also jeder macht es, wie er oder sie denkt. Ich überlege gerade, ob ich mir noch irgendwie ein wahnsinnig schwieriges Thema habe, aber ich glaube, ja, für mich sind es so die wichtigsten Themen. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ja, vielleicht ist das so ein eigenes Problem von mir selber, wenn ich zu vereinnahmt werde. Wenn ich zu vereinnahmt werde, um dann was zu interpretieren, was gern gehört würde. Und da ist es für mich auch schwer. Ja, aber das geht auch so ein bisschen in die Richtung mit dem nicht unbedingt auf das hören, was die Karten sagen, ne? Und ja, würde ich auch so sehen. Ja, heute ist es auch relativ ruhig da draußen. Normalerweise kommentiert ihr ja immer fleißig, aber ich denke echt, dass A, viele von euch noch im Sommer sind. Ist ja auch jetzt langsam, gehen die Ferien wirklich zu Ende überall. Und B, dass ihr Gott sei Dank jetzt wieder alle draußen sein dürft und arbeiten dürft. Und dann ist 17 Uhr wahrscheinlich eine Zeit, die nicht ganz so einfach ist. Deswegen bleibt dieses Video ja online und ich verweise nochmal darauf, wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo wir nach und nach unsere Videos einstellen. Für euch hier auf Facebook ist das nicht so interessant, aber jeden Sonntag gibt es jetzt ja wieder die Live-Wochen-Forecast, das Wochentaroskop, diesen Sonntag um 9:30 Uhr. Freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Und wir sind auch wild dabei, jetzt wieder Decks einzustellen. Ich habe jetzt gerade hier das Darkwood-Tarot
neu bekommen. Und es ist noch ganz unverpackt. Ne? Das gibt das nächste Unboxing-Video. Es ist noch verpackt. Es ist noch verpackt, und Verzeihung. Das nächste Unboxing-Video mit Franz und mir. Ja, und du, Rui, wirst ja demnächst auch mal öfter auf YouTube unterwegs sein. Du bist noch im Augenblick so ein bisschen dabei, deinen Stau auf der irdischen Ebene abzuarbeiten, aber dann geht's auch ins Virtuelle. Ja, wenn ich diese Rettungsgasse geöffnet habe, dann geht's auf den nächsten. Ja, ich habe auch einiges am Zettel gehabt die letzten Wochen. Aber wir sind gut dran. Wir sind super gut dran. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dann machen wir Schluss für heute. Und wir freuen uns, wenn ihr im Nachhinein noch kommentiert. Wir werden nächsten Freitag wahrscheinlich nicht um diese Zeit online sein. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber wir werden wieder nächste Woche online gehen und hoffen dann, dass ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Möchtest du noch was sagen, lieber Roy? Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit, für die, die das Video bis jetzt gesehen haben, vorausschauend schon für die, die es sehen werden, und never give up. Ganz genau. Habt noch ein schönes Wochenende und vielleicht für einige von euch heute Abend um 19 Uhr, Tarotverband, Facebook, Ciro, Marchetti und ich. Oh. Bis dann. Gut.